Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Differentialgleichung. Also heute schauen wir uns mal exakte Differentialgleichung an. Das ist eine Klasse, wo man also recht gut Lösungen finden kann, analytisch. Und das ist eine ziemlich große Klasse von Differentialgleichungen. Und die erste Frage, ja, was ist das eigentlich? Man tastet sich da am besten ran über die geometrische Darstellung der Differentialgleichung, die wir ganz in der ersten Folge besprochen haben. Und ich stelle jetzt mal den Videorekorder aus und zeichne ein bisschen, weil das sonst zu aufwendig ist oder zu lange dauert. Okay, also ich habe jetzt mal etwas gezeichnet und jetzt will ich erklären, was ich gezeichnet habe. Also wir haben ganz am Anfang schon mal festgestellt, dass eine Differentialgleichung, also DGL, entspricht, also zumindest erster Ordnung entspricht einer Kurvenschar in der Ebene. In der Ebene. Und jetzt ist praktisch die besondere Idee bei exakten Differentialgleichungen, könnten diese Kurven nicht Teil eines größeren Ganzen sein. Also Teil eines großen Ganzen. Und zwar, inwiefern könnten sie Teil eines großen Ganzen sein? Die Idee ist, dass die Lösungskurven, also Lösungskurven der Differentialgleichung, könnten die Äquipotentialkurven sein. Eines Potentials Psi. Und Psi ist dann eine Abbildung praktisch von der Ebene, ordnet jedem Punkt der Ebene einen Wert in den reellen Zahlen zu. Also das Potential Psi ordnet jedem Punkt der Ebene, der XY-Ebene, einen Wert zu. Und das ist eben dieser Potentialwert. Und jetzt ist praktisch die Behauptung oder die Hoffnung, dass dieser Potentialwert auf den Lösungskurven konstant ist. Also auf jedem Punkt dieser Lösungskurve ist der Potentialwert der gleiche. Also das sind dann, das heißt, die Lösungskurve ist eine Projektion praktisch einer Kurve auf der Potentialfläche, bei der das Potential Psi konstant ist. Und ja, bei jeder Lösungskurve hat das Potential natürlich einen anderen Wert. Also hier könnte es vielleicht den Wert 1 haben. Also sagen wir 1 und hier vielleicht den Wert 2. Und ja, also dadurch habe ich die Lösungskurven praktisch in einen größeren Zusammenhang gebracht. Und jetzt werden wir gleich sehen, wie uns das helfen kann, die Differentialgleichung zu lösen. Also, was bedeutet das, dass so ein Potential Psi auf unseren Lösungskurven konstant ist? Das bedeutet, wenn ich das einsetze, dann habe ich Psi von x und jetzt y ist auf der Lösungskurve ja eine Funktion von x. Also y, die Lösung der Differentialgleichung, also bildet ja x ab auf y von x. Und ja, jetzt soll dieses Potential hier auf der Lösungskurve konstant sein. Das heißt, die Ableitung von d nach dx von Psi ist dann dementsprechend gleich 0 auf der Lösungskurve. So, jetzt gibt es für partielle Ableitungen auch eine Kettenregel. Also allgemeiner sieht die nämlich so aus, wenn ich jetzt habe eine Funktion Psi g von x, y von x und ich leite die nach dx ab, dann ist das das gleiche,
wie die partielle Ableitung von Psi nach G mal G' plus die partielle Ableitung von Psi nach Y mal Y'. Das ist jetzt also eine Kettenregel für Funktionen in mehreren Variablen, also Kettenregel, die ich hier nicht beweisen will, aber ja, ich finde, sie sieht eigentlich recht plausibel aus. Also das wenden wir jetzt hier an. D Psi nach dx ist gleich die äußere Ableitung, also d Phi nach dx mal die innere Ableitung x auf x ist aber 1 plus d Psi nach dy. Und hier ist die innere Ableitung jetzt Y'. Und das ist eben gleich 0. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was kann uns das helfen? Also, was hilft uns das? Selbst wenn es ein Potential Psi gibt, dann kennen wir das ja nicht, sondern was wir vorliegen haben, ist eine Differentialgleichung folgender Form. M von xy plus n von xy mal y' gleich 0. Also, ich meine, so eine Differentialgleichung, das können wir beurteilen, ob die Differentialgleichung so eine Form hat. Das Potential Psi kennen wir, wie gesagt, nicht. Aber nehmen wir mal an, wir hätten tatsächlich so ein Potential. Dann wäre m ja die Ableitung des Potentials nach x. Also m wäre gleich d Psi nach dx oder das kann man auch kurz schreiben, Psi x. Und n wäre dann gleich d Psi nach dy oder Psi y. Okay, dann ist der erste Schritt, den ich mache, dass ich versuche, Psi aus dieser partiellen Ableitung hier durch Integration zu rekonstruieren. Also Psi von xy. Dazu kann ich integrieren über, also diese partielle Ableitung, die Psi nach dx. Dx plus, jetzt brauche ich noch die Integrationskonstante. Und da ich jetzt nur über x integriert habe, also y nicht verändert habe, hängt die Integrationskonstante von y ab. Also ist eine Funktion in y. Okay, dann setze ich jetzt hier noch ein, also ist das Integral m dx. Plus eine Funktion d von y. Und ja, das können wir vielleicht hier noch irgendwie bezeichnen, weil das kann ich ja berechnen, das Integral über m. Nennen wir das mal m-Schlange. Und okay, jetzt kommt mein zweiter Schritt. Und in meinem zweiten Schritt versuche ich jetzt, diese Funktion d zu bestimmen. Und dann wenn ich d auch noch bestimmt habe, dann bin ich hier fertig und habe das Potential erstmal bestimmt, aber noch nicht die Differentialgleichung gelöst. Also der zweite Schritt geht jetzt darum, d zu bestimmen. Und das mache ich, indem ich diese zweite Sache benutze, dass ich das n eben auch eine partielle Ableitung von Psi ist. Also d Psi nach dy ist einerseits n, das kommt eben hierher. Und andererseits kann ich das natürlich bekommen, indem ich diese Funktion aus 1 hier auch partiell ableite. Und das ist dann also die partielle Ableitung von m Schlange, dem Integral von m nach dy plus diese Funktion nach dy abgeleitet ist einfach d'. Also kann ich auch schreiben, d' ist gleich n minus Integral
m Schlange nach dy, partielles Integral. Und also dann bekomme ich als nächstes d, indem ich einfach d' integriere. Also Integral d' dy. Und jetzt muss ich im dritten Schritt nur noch alles zusammensetzen. Also, jetzt habe ich Psi von xy folgendermaßen bestimmt. Das ist also gleich m Schlange von xy plus d von y. Und m Schlange von y habe ich bestimmt durch Integrieren. D habe ich auch bestimmt. Und ja, jetzt habe ich das Potenzial bestimmt und tatsächlich bin ich jetzt auch fertig, denn die Lösungskurven sind ja gerade solche, wo dieses Potenzial konstant ist, also gleich c. Das heißt, die Lösungskurven meiner Differentialgleichung haben die Form m Schlange von xy plus d von y gleich c. Also Lösung der Differentialgleichung. Okay, geschafft. Also es würde uns tatsächlich helfen. Dann kommt die nächste Frage. Also die Frage ist folgende Frage. Was ich sehen kann, ist, ob die Differentialgleichung diese Form hat. M von xy plus n von xy mal y' gleich 0. Und die Frage ist, also wann gibt es ein Potential phi dazu, psi dazu? Okay, so das, was gilt? Also m sollte die partielle Ableitung von Psi nach x sein und n sollte die partielle Ableitung von Psi nach y sein. Und jetzt gibt es wieder so einen Satz, den ich hier nicht beweisen kann, der aber folgendermaßen lautet: Bei gutartigen Funktionen Psi, also Psi gutartig, wir werden später noch genauer drauf kommen, was das heißt. Dann ist es egal, welche partielle Ableitung ich zuerst bilde. Also dann gilt, dass d Psi nach dx abgeleitet und dann nach dy abgeleitet das gleiche ist, wie wenn ich Psi zuerst nach dy abgeleitet hätte und dann nach dx. Okay. Und also zumindest diese Bedingung kann ich mal überprüfen hier für meine Differentialgleichung. Also, demnach müsste die Ableitung von, also m ist ja schon Psi nach x abgeleitet, wenn ich also m noch nach y ableite, also d nach dy m, ist gleich d Psi nach dx nach dy und das soll jetzt gleich sein d Psi nach dy nach dx. Und das hier ist aber die partielle Ableitung nach dx von n. Und jetzt ist klar, also wenn es so ein Potential geben soll, dann ist notwendigerweise die Ableitung von dy nach m gleich der Ableitung von dx nach n. Also das ist eine notwendige Bedingung dafür, dass es ein Potential gibt. Also wenn es ein Potential gibt, es gibt Potential Psi, dann gilt das. Und jetzt ist es umgekehrt aber auch so, dass es eine hinreichende Bedingung ist. Das heißt, wenn das erfüllt ist, dann gibt es auch ein Potential. Zumindest dann, wenn der Definitionsbereich von m und n keine Löcher aufweist. Und damit bin ich jetzt am Ende und mehr in der nächsten Folge. Tschüss!